Silvia, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander ein bisschen sprechen können. Das Ganze in Vorbereitung unserer großen Veranstaltung, die im Juli dann stattfindet, der Generative Art Summit, wo du auch als eine Pionierin der Computerkunst mit dabei sein wirst. Du hast nämlich auch schon in den 70er Jahren angefangen, Computerkunst zu machen, auch wenn du doch eigentlich aus der richtigen klassischen traditionellen Kunst kommst. Erzähl uns doch gleich zu Anfang mal ein bisschen, wie du überhaupt auf die Computerkunst gekommen bist. Auch einen schönen Tag heute. Ich freue mich sehr, dass ich bei diesen großen Computerkünstlern, die ja ihr Leben lang die Computerkunst gemacht haben, auch dabei bin, aber eben weil ich so früh dazu kam. Und sehr früh kam ich deswegen dazu, weil ich war damals Studentin, 1971 an der Akademie bei meinem Lehrer, das war der Günter Frohtrunk, der ist ja bekannt für konkrete Kunst, die ja sehr nah auch mit Algorithmen zu tun hat, teilweise natürlich nicht mit Maschinen, sondern mit Pinsel und Stift oder Lineal. Und da wurde ich ausgesucht, ob ich da mitmachen möchte, und zwar bei Messerschmidt Bölko Blohm, der dortige Leiter der Kulturabteilung, das war mein späterer Mann, damals noch nicht, Dr. Winfried Fischer. Silvia, nur ganz kurz, MBB, das sollten wir vielleicht kurz erklären, das ist Messerschmidt Bölko Blohm, das ist ein deutsches Unternehmen der Luft- und Raumfahrt gewesen und umbenannt worden in EADS. Genau, damals war es noch unter dem Professor Bölko, dem Senior. Und die haben einfach das zur Zeit für die Olympiade eben was machen wollen, was außergewöhnlich ist, was eben nicht nur mit Maschinen zu tun hat oder mit technischen Zeichnungen, und haben eben ausgeschrieben, dass ob sich damalige Künstler damit befassen möchten. Die Olympiade in München fand quasi an den Headquarters statt und deswegen war das eine Heimolympiade und für Messerschmidt deswegen besonders attraktiv. Und 71 sollte eben das Projekt starten, dass in den Freizeiten, wenn die Maschine nicht genutzt worden ist für technische Zeichnungen, dass da Kunst generiert werden sollte. Sie haben rumgefragt, auch bei bekannten Künstlern, wie die Gruppe Zero zum Beispiel, die erst später dann durch den Mac ja auch ein bisschen mit Computer zu tun hatte. Aber die haben das damals abgelehnt, haben gesagt, nein, nein, das ist nichts für Künstler oder das ist zu weit weg. Jedenfalls blieb ich übrig. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin sowieso sehr neugierig für alles Neue und war damals Studentin. Und dann habe ich gesagt, ja, da mache ich gerne mit. Mal schauen, wie das geht. Aber ich kann eben nicht programmieren. Und dann wurden 4 weitere Mathematiker der Firma MBB eben dazugeholt. Und mir wurde zugeteilt der Gerold Weiß, der schon ein bisschen älteres Semester war, wahrscheinlich mit der Ansicht, dass er sich vielleicht ein bisschen bei mir als Künstlerin oder als Studentin besser einfühlen konnte, was er auch perfekt konnte. Wir waren ein tolles Team. Alles andere waren Männer. Und da geht es wieder um das damalige. Auch in der Akademie, in der Klasse waren fast alles Männer, ganz wenig Mädchen. Aber ich fühlte mich eigentlich nie jetzt irgendwie außenseiterisch, sondern ich habe da eigentlich Spaß dran gehabt, als Mädchen oder als Frau da mitten in der Männerriege auch was sagen zu dürfen. Ja, es ist ja festzustellen, dass in der konkreten Kunst damals auch wenige Frauen gearbeitet haben. Das war nicht nur in der Computerkunst so. Die Frauenquote war da insgesamt relativ gering. Ja. Also gerade bei Konkreten gibt es sehr wenig. Jetzt musst du uns noch ein bisschen erzählen, wie das eigentlich tatsächlich im Doing funktioniert hat. Du warst ja eine junge Kunststudentin und auf der anderen Seite bist du einem Mathematiker übergesessen, der sich mit Codes und Programmierung auskennt.
Wie hat denn diese Zusammenarbeit überhaupt funktioniert? Hast du da Entwürfe gemacht oder wie seid ihr da vorgegangen? Ja, ich habe Skizzen gemacht und Gerold Weiß hat versucht, die in Algorithmen umzusetzen und hat mir eben gesagt, da gibt es auch diesen Zufallsgenerator, von dem ich ja nichts wusste und auch nichts wissen konnte. Und dann hat er den angewandt und das fand ich ganz spannend, weil es so eine neue Sicht bekam. Meine Zeichnung wurde dann auch manchmal richtig durchgewirbelt, sagen wir mal so. Was für mich aber noch zusätzlich ganz wichtig war, ich konnte an diesem großen Plotter, da muss ich nochmal nachschauen, die Maschine hieß der IBM 360-50 und das war ein 6 Meter langer Plotter mit so einem Zeichentisch und einem Zeichenarm. Und den konnte ich durch verschiedene Knöpfe dann steuern, insofern, dass er zwar Gerold Weiß das Programm abspulte, aber ich konnte noch eingreifen und das war für mich ganz wichtig, eingreifen, entweder den Arm mehrfach zurücksetzen oder ihn über das schon gezeichnete drüber zeichnen lassen, so dass es eigentlich dann zusätzlich zu dem Programm von Gerold Weiß noch ein rein künstlerisches Experiment war, weil ich dann von meiner Sicht aus das ganz genau neu auch noch starten konnte. Also es wurde dann was ganz anderes. Manchmal sagte dann der Gerold Weiß, ja, aber das ist vielleicht nicht so das Richtige. Da habe ich gesagt, doch, das ist ganz wunderbar, das muss so sein. Und da waren halt die Schwierigkeiten dann. Aber er war sehr verständnisvoll. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie deine Einschätzung ist zwischen Code und Bild, also wie da die Bedeutung ist und ob es da Vorrang gibt oder wie die beiden auch zusammenhängen. Vielleicht sollte ich in deinem Fall besser von Algorithmus sprechen, denn du hast ja vorhin schon gesagt, als konkrete Künstlerin war dir der Algorithmus oder das Begriff Algorithmus durchaus vertraut. Du bist algorithmisch vorgegangen. Also wie siehst du dieses Spannungsfeld zwischen Algorithmus und dem Werk als Produkt, als Ergebnis? Ja, das ist für mich ist es schon der Algorithmus, also wenn ich es jetzt wegnehme von der Computergrafik, sondern auf die Malerei, dann hat das für mich sehr viel gebracht. Und zwar habe ich danach anders gedacht etwas. Ich bin ja sehr spontan, arbeite sehr spontan, expressiv, würde ich mal fast sagen. Dann aber danach, nach diesem Erlebnis mit dem Computer und dem Algorithmus, habe ich das schon eingebaut, auch in meine Malerei. Das heißt, seriell, wie du sagst, seriell, das heißt, ich habe Konzepte gemacht, seriell, dass ich eine Weiterentwicklung von einem Bild zum anderen auch gemacht habe und das Ganze dann als Konzept. Das ist dann meine künstlerische Aussage, das Ganze wieder. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen auf die Olympischen Spiele 72 und die Ausstellung, die du ja schon erwähnt hast. Wie ist denn das gewesen? Wie viele Werke zum Beispiel von dir sind da gezeigt worden? War das eines? Ja, der Wilsberger, der das Buch gemacht hat, das großformatige Buch, Computergrafics heißt das, MBB Computergrafics. Und da waren dann unsere Ergebnisse alle drin, von allen. Das Aussuchen der Ergebnisse, was da reinkam, damit hatten wir gar nichts mehr zu tun. Das hat dann Winfried Fischer zusammen mit Wilsberger gemacht, mit dem Verleger von dem Buch. Und das Buch wurde dann präsentiert bei der Olympiade im Rahmenprogramm der Olympiade München 1972. Auch wurden da Ausstellungen gemacht. Und dann, also in München, nach der Olympiade, war es dann 73 eben in den Tendenzien 5 in Zagreb. Das war ein Riesenerlebnis für mich. Dann war da also die Tendenzie in Zagreb.
kann mir vorstellen, dass das für dich schon sehr aufregend war. Kannst du uns da noch einige Impressionen geben, wie das damals für dich war? Also das Besondere, wir sind nur, also Dr. Winfried Fischer und als Auswahl von, weil er sich vorgeschlagen hat, da fahrt er runter mit dem Auto und ich konnte mitfahren. Und dort haben wir aber Herbert W. Franke getroffen, Herbert, deinen Mann, und auch Nake, so viel ich weiß, und so. Die habe ich jetzt nicht so alle im Kopf, aber es war großartig für mich, weil da war beides. Es war eine groß organisierte Ausstellung, sehr gut im dortigen Museum. Und es waren also dann eben für mich auch die ganzen technischen Aspekte, die dort waren. Nicht nur die rein künstlerischen, sondern auch die technischen Aspekte. Wie war was gemacht? Oder es waren auch Objekte. Ja, Herbert hat ja auch immer positiv erwähnt, dass bei der Nove Tendenzie eben ein breites Spektrum von Kunst gezeigt wurde, das mit algorithmischen Methoden entstand und eben nicht nur mit dem Code eines Computers, sondern dass das eingebettet war in einen Trend in der visuellen Kunst. Und da gehörte Pop Art dazu und die konkreten Künstler natürlich auch. Und das alles zusammen war eine neue Kunstrichtung, in der man nicht mehr so emotional gearbeitet hat, sondern eher rational, analytisch und auch mit Algorithmen beschäftigt hat, um etwas zu gestalten. Ja, das ist, empfand ich auch eben, dass von rein bildenden Künstlern da waren, die aber auch versucht haben, mit Algorithmen oder mit Computerkunst etwas zu machen. Also nicht nur unsere Gruppe, sondern auch andere. Und das war sehr international auch, das Ganze. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also war ein Schritt weiter in meiner Entwicklung als Studentin, würde ich jetzt mal sagen, dass es eben breiter ist als jetzt nur in Anführungszeichen, nur mit Pinsel und Farben, sondern auch das Denken weiter gespannt wurde und dass man Kontakt untereinander auch hatte. Ich hatte ja schon interessante Gespräche noch, aber die sind natürlich schon wahnsinnig weit weg. Jetzt stellt sich dann schon die Frage, warum du eigentlich dann aufgehört hast mit der Computerkunst. Warum hast du dich abgewandt? Also ich habe mich nicht abgewandt. Also ich habe mich halt einfach wieder meiner Malerei zugewandt, meine händischen Malerei. Ich habe es integriert, aber ich habe immer gefragt, wo ist wieder eine Firma, und Nachteil ist, dass ich nicht programmieren kann. Das habe ich aber damals gedacht, das fange ich erst gar nicht an. Wenn ich so halbwegs programmieren kann, ist es nichts. Wenn, müsste ich es perfekt können. Und dazu hatte ich damals keine Zeit oder keine Lust vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich habe mich nie der Computerkunst abgewandt, nie. Ich habe sie, das habe ich auch Herbert immer gefragt, ob er weiß, wo vielleicht wieder sowas wäre. Und auch mein Mann hat ja dann versucht, Firmen zu sehen, bringen, die vielleicht das auch wieder machen wollen würden, aber das war eben nicht. Und ich hätte ja immer einen Mathematiker oder Informatiker gebraucht für die Zusammenarbeit. Von meinen Gesprächen her habe ich dafür geredet auch, dass die Computerkunst ein bisschen mehr integriert werden würde in die bildende große Community, die es ja ist, die ja eigentlich abgelehnt haben, die Computerkunst als Technik, rein Technik. Aber das ist es für mich eben nicht. Nur ist für mich schon wichtig, dass dahinter eben auch ein Künstler oder ein künstlerisches Empfinden eines Mathematikers oder Programmierers steht, der das so nachempfinden kann. Also
Abgewandt habe ich mich nicht. Das ist nicht wahr. Natürlich sehr schade, dass du da keine Gelegenheit mehr dazu gehabt hast. Aber es ist schön, dass du doch etwas mitgenommen hast für dein weiteres Werk. Ich würde jetzt gerne von dir noch wissen, wenn du so auf deine lange Arbeit als Künstlerin zurückblickst, gibt es irgendein Werk, was dir besonders am Herzen liegt, was du besonders hervorheben würdest? Wie ist das bei dir? Nein, das ist, ich würde sagen, das geht immer phasenweise. Also je nach künstlerischen Einflüssen von außen, was einem ja gerade umtreibt, was in der Weltgeschichte ist, was ich bin ja auch, ich schaue ja auch rundherum. Und aber die Art der Kunst für mich ist doch die Machart, das ist doch dass die Konzepte, also nicht nur Einzelbilder, sondern dass ich mache immer, ich habe jetzt auch mit Literatur mache ich, und da habe ich die schmutzigen Hände habe ich neu gemacht. Aber das wichtigste Bild kann man nicht so sagen. So, wir kommen jetzt allmählich zum Ende unseres Gesprächs, aber ich möchte doch noch einen Begriff hier reinwerfen, nämlich künstliche Intelligenz zum Schluss. Das ist ja ein richtiger Hype im Moment und in der öffentlichen Diskussion wird das Thema rauf und runter diskutiert, sehr kontrovers. Es gibt sehr, sehr viele Künstler, die sich inzwischen AI-Künstler nennen, also mit solchen Tools arbeiten. Mich würde natürlich sehr interessieren, wie du als eine Pionierin, die im 20. Jahrhundert doch vor allem gearbeitet hat, wie du auf diese Entwicklung siehst. Die KI ist für mich eine Weiterentwicklung, eine technische. Und ich finde es genauso spannend wie damals mit der Computerkunst. Es ist nur so, es ist auch ein bisschen zu beobachten, und vermutlich auch gibt es Schwierigkeiten mit der Vervielfältigung oder dass es dann auch die Gefahr, dass es vielleicht als Kunst doch von der Perfektion perfekt ist, also wirklich wahrscheinlich nicht zu toppen, aber als künstlerischen Ausdruck, der fehlt wahrscheinlich. Es fehlt ein bisschen die Seele, würde ich jetzt mal sagen. Und da weiß ich nicht, da muss dann doch schon der Mensch, der Künstler, da drauf schauen und das damit arbeiten und nicht nur die Maschine das machen lassen. Ja, und jetzt freue ich mich natürlich auf unseren Summit, wo ich dich dann wiedersehen werde und wo wir dann einen generationsübergreifenden Dialog haben werden. Ja, also bin ich sehr gespannt, da ich immer die Jungen sehr, ja, weil ich damals jung war. Also ich finde es schon sehr interessant, die mit denen in Kontakt zu treten, und freue mich auch und auch das Ganze drumherum. Ich sehe ein straffes Programm, habe ich schon angeschaut, aber alles kann man ja nicht sehen, und ich bin ja auch nicht alle Tage da, aber ich hoffe dann doch einige wiederzusehen, das auch. So, Silvia, dann herzlichen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, bye bye, see you in Berlin. Ja, Wiedersehen. Ciao.